Stuttgarter Lifestyle. Am 3.4. bin ich in Stuttgart ab 12 Uhr in der Innenstadt unterwegs und ab 14 Uhr gibt es die Kundgebung. Ich freue mich auf die Mensa-Familie, wenn Querdenken 7L auf den Frankfurter Basen und Stuttgart mit Liebe flutet. Am 3.4. ist Stuttgart. Wir sind heute hier in Sinsheim. Eine Woche ist hin bis dorthin. Heute war ein Tag, an dem wir viel erreicht haben, viel mit Polizisten geredet haben, viele neue Menschen erreicht haben, die in der Stadt waren. Das wollen wir am 3.4. auch machen. Es ist wichtig, dass ihr kommt. Ich werde da sein, Nana wird da sein, alle, die heute hier waren, werden da sein. In diesem Sinne, seid dort. Ich wünsche euch Gottes Segen, eine gute Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, euer Sam. Du glaubst, du bist nicht wichtig? Du glaubst, du kannst nichts ändern? Du bist derjenige, der das Ganze ändern wird. Du bist der, der wichtig ist. Du bist der, der zählt. Für deine Kinder, für deine Familie, für deine Freiheit. Bitte geh auch du auf jede Demo. Und die nächste und wichtige große Demo ist in Stuttgart am 3.4. Und wenn du hingehst, dann zählt das. Und dann änderst du das. Denn du bist der, der vielleicht die Welt rettet. Und das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber das ist es nicht. Das ist mein Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Kommt alle am 3. April nach Stuttgart. Nur gemeinsam können wir gegen diesen parlamentarischen Faschismus vorgehen. Wir wollen alle in Freiheit und selbstbestimmt leben. Euer Thomas Berthold. Das Schlimmste ist die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht. Ich bin Britta Berthold. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass diese schweigende Mehrheit manchmal übermächtig groß ist, wenn ihr müde seid oder wenn ihr noch nie auf einer Demo wart und euch gar nicht vorstellen könnt, wie viel Kraft so etwas geben kann, dann kommt am 3. April nach Stuttgart. Es fühlt sich so großartig an, unter Gleichgesinnten zu sein, neue Freunde kennenzulernen. Und manchmal ist es wichtig, nicht gegen etwas zu sein, sondern gemeinsam für etwas zu sein. Für Freiheit, für Wahrheit, für unsere Grundrechte. Wir sehen uns am 3. April in Stuttgart. Was geht ab, ihr wundervollen Leute? Mein Name ist Till Ismore und du wirst gebraucht. Und zwar am 3.4. ist es wieder soweit. Am Cannstatter Basen werden wir das Gesicht zeigen für Friede, Freiheit, Demokratie und deine Rückkehr zu den Grundrechten, weil es ist dringend nötig nach über einem Jahr Pandemie, dass wir wieder zurückkehren zu dem, was unsere Demokratie ausmacht und was uns als Menschen ausmacht. Und wenn du ein Mensch bist, wenn dir etwas an Freiheit liegt, wenn du glaubst, dass wir etwas ändern können, dann können wir etwas ändern. Und zwar gemeinsam. 3.4. Cannstatter Basen. Und wenn du denkst, wie können einzelne Menschen die Welt verändern? Es waren immer einzelne Menschen, die Welt verändert haben. Es war noch nie anders und deswegen wird es diesmal ganz genauso sein. Wir alle gemeinsam und zwar friedlich. 3.4. wir zählen auf dich, auf mich und auf uns alle. Schönen guten Morgen aus Sinsheim. Hier ist heute eine super, mega große, schicke Demo. Bestes Wetter, haben wir drum gebeten. Und jetzt die Frage, warum gehen wir nächste Woche nach Stuttgart? Ganz klar, wir können das nur auf der Straße beenden. Und nur wenn alle, die unserer Meinung sind, endlich auf die Straße gehen, wird man das Thema zu einem guten Ende bringen. Also, 3.4. Stuttgart, Cannstatter Basen und danach geht's weiter. Dankeschön. So, perfekt. Hallo ihr Lieben, heute sind wir hier in Sinsheim, um für Bodo Schiffmann zu demonstrieren. Was aber auch sehr, sehr wichtig ist, ist der 3.4. in Stuttgart. Das heißt, bitte kommt alle am 3.4. nach Stuttgart. Lasst uns alle zusammen auf die Straße gehen und zusammen demonstrieren. Das ist so, so wichtig, denn nur wenn wir alle gemeinsam demonstrieren, können wir es beenden. Und zwar ganz, ganz schnell. Wir sehen uns am 3.4. in Stuttgart. 3.4. Cannstatter Basen, kommt alle nach Stuttgart. Die Zeit ist reif. Für eine Veränderung seit einem Jahr ist man dabei, uns die Freiheit komplett zu nehmen. Die Corona-Diktatur ist im vollen Gange, breitet sich immer weiter aus. Und es ist an der Zeit, dass wir entscheiden, dass wir rausgehen, dass wir aufhören, uns zu teilen in links, rechts, oben, unten. Die Zeit ist so abgelaufen für die Politik und die Medien. Es sind nur Handlanger, die gegenseitig sich die Hand halten, um gegen uns vorzugehen. Wir holen uns unsere Freiheitsrechte zurück. Kommt alle nach Stuttgart. 3.4. Cannstatter Basen.
Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin kein Mann der vielen Worte, sondern eher der Töne. Aber ich möchte meinem Protest Ausdruck verleihen. Und zwar am 3.4. in Stuttgart. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich habe Kraft getankt in Mexiko und möchte euch gern davon etwas mitbringen. Bis dann. Ja, ich habe es ja vorhin auf der Bühne schon gesagt. Wir lassen uns das Demonstrieren nicht mehr verbieten. Wir gehen alle nach Stuttgart und zeigen einfach jetzt, wo die Demopause vorbei ist, dass die Bewegung stärker ist denn je. Wir stehen für Grundrechte, Frieden, Freiheit, Liebe und Wahrheit. Und deshalb lade ich alle ein, nach Stuttgart zu kommen, zur großen Demo.